Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder American Truck Simulator ATS und ja, wir sind da unterwegs, wir haben immer noch den Kranwagen drauf, schlecht zu sehen im Dunkeln, ist natürlich wie immer dunkel, wenn wir hier spielen. Auf dem Weg von Los Angeles nach New Mexico, nach Gallup, ich weiß nicht genau, wie man es denn ausspricht, aber auf jeden Fall Richtung Bundesstaat New Mexico. Und genau, letztes Mal haben wir da ein paar LKWs von uns umgebaut und jetzt wäre das eigentlich so, damit wir, wenn wir im Ziel angekommen sind, uns eigentlich entweder den umbauen noch, was wir hier fahren, der muss ein bisschen mehr Power bekommen, oder uns kompletten neuen kaufen. Kommt natürlich auf den Preis drauf an. Umso mehr LKWs, umso mehr Leute können wir einstellen, umso mehr verdienen wir natürlich. Wir haben momentan, müssen wir mal schauen, 277.000. Okay, ich habe letztes Mal ein bisschen viel Geld für Tuning-Teile ausgegeben. Ob das jetzt schlau war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehen die LKWs tiptop aus, finde ich. So, genau. Und die letzten Kilometer, wie viel haben wir noch? So circa 246 Kilometer haben wir noch vor uns. Das sollten wir jetzt runterziehen. Ich sag hier bergauf, kommen die anderen von hinten, der zwei Trailer dran. Noch fast vorbeigeschossen hier. Und bergab komme ich nicht aus dem Arsch. Ne, der plus ein. Sah so aus, aber zwei hat. Im Spiegel. Hat sich wahrscheinlich im Spiegel gespiegelt. Okay, das wäre eigentlich heute so der Plan. An Ziel ankommen und später Lastwagen tunen. Also umbauen. Bisschen mehr Power. Vielleicht braucht man ein anderes Getriebe. Oder kompletten anderen LKW noch. So, langsam werde ich denn auch müde. So, können Sie mir noch sagen, wo ich hin will? Ich muss jetzt hier bleiben. Ich muss eigentlich geradeaus weiterfahren. So, wenn es eben ist, kann ich ganz gut mit den anderen Lastwagen mithalten. Sobald es bergauf geht, habe ich natürlich einen riesen Kranwagen hinten dran. Und dann komme ich nicht mehr hinterher. Ja, jetzt ziehen sie da wieder davon und ich hänge hier hinten rum. Ja, da ziehen sie einfach davon. Ich glaube, ich brauche ein anderes Getriebe. Mehr Gänge. Ich glaube, von der Leistung her ist es gar nicht so schlecht, hat gar nicht so wenig. Aber von den Gängen könnte das, glaube ich, noch irgendwie, vom Getriebe her könnte es noch irgendwie ein bisschen besser werden. So, jetzt muss er nämlich schon wieder runterschalten. Und dann werde ich wieder von alle überholt. Okay, wir brauchen mehr Power. Aber das kriegen wir alles noch hin. New Mexico, das Ziel, Bundesstaat. Und die werden da, glaube ich, da haben sie doch sicher coole Teile hier zum Umbauen. Oder vielleicht sogar einen günstigen Lastwagen irgendwo weggeklaut. Phoenix, okay. Phoenix aus der Asche. So, nicht mal mehr 200 Kilometer. Immer geradeaus. Hier schön beleuchtet alles. Wir kommen jetzt Richtung Phoenix. Da ist das Teil. So sieht das aus, was wir da fahren. Und wir fahren da natürlich Vollgas.
Wir versuchen eigentlich 65 zu fahren, fahren jetzt irgendwie 50. Also ich komme auf jeden Fall wie jedes Mal zu spät. Das ist schon mal klar. Da werden wir erstmal 20.000 abgezogen von meinem 55.000 Dollar Auftrag. So, dann habe ich sicher noch irgendwas kaputt gemacht und was weiß ich, kommen nochmal 10.000 weg. Und den Rest muss ich eh abdrücken an die Bank. Okay, wird es irgendwann mal hell? Wie spät ist es eigentlich hier? Das ist genau 21.10 Uhr. Wir fahren die ganze Zeit im Dunkeln und ich bin verdammt müde und wir haben noch 160 Kilometer vor uns. Da kann ich nicht noch ein Nickerchen machen. Das muss ich jetzt durchziehen, sonst komme ich auf jeden Fall tausendmal zu spät. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo einstellen kann, wie lange man da schlafen muss, kann, dürf. Ich habe noch nie drauf geachtet. Ich glaube, das kann man sicher nicht einstellen. Oder ist es eigentlich günstiger, wenn ich öfter Nickerchen mache und nein, da schlafe ich genauso lang. Ich schlafe immer 10 Stunden Minimum. So, ich glaube, Top Speed erreicht hier. Mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. So, es geht bergab. Nicht mit mir. Hier die Straße natürlich. Vielleicht auch mit mir. Jetzt geht es mit mir auf jeden Fall bergab. Viel Verkehr ist es eigentlich geworden hier. Jetzt nach dem letzten Update hat sich da einiges getan, würde ich sagen. Genau gelesen habe ich es gar nicht. Aber mir hätte gesagt, so viel Verkehr hatten wir vorher nicht. Ich finde es noch cool nachts, muss ich echt sagen. Die Lichterchen überall finde ich cool. Wie weit ist es eigentlich noch? 116 Kilometer, das klingt weit, ist aber nicht so. Sind wir gleich mal da? Ja, hell wird es auf jeden Fall nicht. Aber allzu weit ist es gar nicht mehr. Wenn wir nicht noch einen Berg hochfahren müssen, da habe ich dann natürlich mit meinem Kranwagen ein bisschen Schwierigkeiten. So, was haben wir da? Eine Grenze oder was ist das? Eine Raststätte? Eine Raststätte, okay. Wir brauchen keine Pause. Wir sind nicht müde. Wir sind nicht müde. Schaut euch alle die schlafenden Leute an. Niemand war auf dem Platz. Alle sind nicht müde, alle müssen weiterfahren. So. Der überholt mich auf jeden Fall nicht. Der hat gebremst, der kommt nicht mehr hinterher. Haha. Okay, wenn der mich erwischt, dann bin ich voller Marsch. 84 Kilometer noch. Geradeaus geht's weiter.
Also könnt ihr mal in die Beschreibung, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Jawohl. Uah, fast von der Straße abgekommen. Hab hier eine Fliege im Fahrerhaus. Gerade getötet. Komme ich hier noch von der Straße ab? So, der Lastwagen ist noch ziemlich neu. Der hat noch nicht mal 1000 Meilen drauf. Boah, jetzt war ich schon wieder rüber. Der andere traut sich dann nicht vorbei. 65 Meilen. Das ist gleich mal um die Ecke hier. Das ist eigentlich so noch 65 Meilen. Genau. Ich hoffe, ich muss da nicht noch 1000 Kreuzungen und Landstraßen überqueren hier oder fahren. Hobeck, Hobeck, nein, ich hab's vergessen. Was stand dran? Spult nochmal zurück und lest es mir vor. Hulbeck. Wo kommst du denn auf einmal her? Hulbrock. 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 Sorry. So heißt das, glaube ich. So, jetzt muss ich doch bald mal da sein, wo ich hin will. Jetzt kommt er aber vorbei. Ah, der ist ganz einzig. Der hat gar keinen Anhänger bei. So, das lange Fahren im Dunkeln, das macht ja müde. Mein Gott. Bus. Bus haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt vorher. Ich glaube, ich muss hier nicht hin, oder? Jetzt bin ich vorbeigefahren. Da war eine Waage, sorry. Da war eine Ware und da hätte ich eventuell mich wiegen können. Ich habe mich aber schon irgendwo unterwegs gewogen und sollte eigentlich gut sein. Das sieht ja auch nicht schlecht aus da. Da wollte ich sowieso hin. Meine Güte. Junge. Schau nach vorne. Oh. War knapp. Sag noch, hier sieht schön aus und dann fahre ich fast noch vorbei. Also das ist da mein Geschoss. Sieht gar nicht so schlecht aus, aber irgendwie komme ich da gar nicht weg.
Oh, Police. Ja, genau. Oh, ich muss los, ich muss los. Wohngebiet, Industriegebiet, alles eins. Jetzt fahre ich das Ding hier noch kaputt zum Schluss oder was? Boah, wo muss ich denn hin? Ich sag noch, das sieht cool aus und dann muss ich genau dahin. So war es nicht gemeint. Okay, der Mod mit der Feuerwehr scheint zu funktionieren. Feuerwehr haben wir gesehen. Erst lassen Sie, wollen Sie mich vorbeilassen und dann fahren Sie einfach. Das ist immer super. Oh, ein riesiger Güterzug. Okay. Oh, Kurvenlicht, das wäre was. Kurvenlicht für einen Lastwagen. Das war klar hier noch zum Schluss, so ein Scheiß. Oh Mann. Ich glaube, ich muss irgendwo wenden. Okay, wir versuchen es hier. Okay, das hat schon mal funktioniert. Mann, du blödes Drecksauto. Siehst du nicht, damit ich hier blinke? Ja. Arschloch. So. Puh.
Höllenfahrt. Zu spät. Ich bin sicher zu spät. Verspätet. Abzug für um, was sage ich, 20.000 minus. Was soll der Kack? Ich bin die ganze Zeit gefahren. Ich musste eine Pause machen. So ist es immer, immer, immer zu spät. So, und wieso habe ich da jetzt nichts hier geschafft? Nein! Okay. Aktionsseite öffnen machen wir nicht. Alles klar. LKW-Händler haben wir gesagt. LKW-Händler. Wir sind jetzt da. Online kaufen. Wir gehen nur mal gucken. Nur mal gucken, was es gibt. Kaufe du mal nix. Okay. Ohne Bilder. Da. Der da wäre sehr günstig. Ein international 9800 High Roof. Okay. Nur mal gucken, was es gibt. LKW-Händler hier. Kenwood. Komm schon. Haben wir da auch irgendwelche? Aha, so einen haben wir schon. Freightliner. Okay, was sonst haben wir keine weiteren Marken? Also ich würde sagen, das nächste Mal gehen wir hier und gucken uns mal da so ein international Dingens an. Der würde eigentlich original so aussehen. Gibt's ganz günstig, fährt kaum noch einer. Schauen wir mal, was wir draus machen. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.